einfach dort. Alter, mein Herz, ey. Das hat wehgetan. Komm schon. Komm schon. Komm. Komm schon. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem Leben schon alles an Freizeitaktivitäten gemacht bzw. versucht habe. Es gab aber nichts, was mir auch nur ansatzweise das Gefühl gab, welches ich beim Biken empfinde. Wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen, bin ich echt nicht der Geduldigste. Bei mir ist echt schnell die Luft raus und ich lasse die Sache dann einfach links liegen. Die Erfolgserlebnisse beim Fahrradfahren sind allerdings so stark, dass ich schon fast süchtig danach bin und immer weitermache mit der Hoffnung, bald wieder eine Ladung dieser Gefühle zu bekommen. Wie viele von euch da draußen muss man auf diesem Weg viel lernen. Der eine mehr, der andere weniger. Ob es das Überfahren von Wurzeln sind, Steinfelder, steile Abfahrten, Sprünge zu meistern, mit Stürzen und Niederlagen umzugehen oder natürlich auch Tricks. Wie ihr wisst, kann ich keinen einzigen Trick so wirklich. Allerdings habe ich trotzdem eine Rechnung offen und das ist der Backflip ohne Airbag. Und ja, jetzt wo ich es sage, fällt mir auf, dass die Idee eigentlich ziemlich dumm ist, einen Backflip zu machen, ohne Trickerfahrungen zu haben, aber zu dem Thema kommen wir gleich. Es sind knapp 8 Monate her, als ich ihn das letzte Mal im Radquartier gemacht habe und an diesem Punkt muss ich erstmal wieder anknüpfen. Da ich mit Yannick in der Schweiz war, hat es sich bestens angeboten und deswegen heißt es jetzt erstmal ab in den Skillspark. Auch wenn die Halle sehr, sehr viel zu bieten hat, was mega Spaß macht, waren wir hauptsächlich nur wegen einer Sache dort. Und das war ein sehr großzügiges Airbag mit einer ordentlichen Anfahrt und 3 verschiedenen Kickern. Im Radquartier hatte ich das Problem von zu geringer Geschwindigkeit. Ich erhoffte mir also, dieses Problem im Skillspark nicht zu haben und somit besser den Flip üben zu können. Machst du jetzt erstmal den linken oder was? Ich mach direkt den mittleren. Ich habe jetzt keine Ruhe. Go. Klar war, dass ich erstmal ein Gefühl für den Sprung und das Airbag bekommen musste. Ich habe entschieden, mich auf den mittleren Absprung zu konzentrieren und bei der steilen Abfahrt hat sich das, was ich eben angesprochen habe, schnell bestätigt. Boah, okay. Da wird man auf jeden Fall schneller. Ich kam irgendwann an einen echt blöden Punkt. Ich wollte unbedingt meine Mission verfolgen, hätte aber nach so langer Backflip-Pause gerne erstmal ein Formpit gehabt. Umso besser, jemanden wie Yannick dabei zu haben, der einem nochmal Mut zuspricht. Ist einfach dort. Alter, mein Herz, ey. Das ist irgendwie klappen. Hä? Das ist irgendwie klappen. Das ist auf jeden Fall höher gefühlt als im Radquartier, würde ich sagen. Es gibt auch so viel Nachsetzen mit der Fuß, mit dem Vorderrad in die Landung. Dann geht das so rein und rollt so dort. Okay. Let's go. Soll ich vorfahren? Das ist gut. Auch wenn ich nicht auf dem Bike geblieben bin, funktionierte es besser als gedacht. Es ist echt schwer, den richtigen Punkt zum Einleiten der Rotation zu erwischen. Zu früh bedeutet zu schnelles Drehen und weniger Höhe. Zu spät bedeutet mehr Höhe, aber vielleicht ein zu langsames Drehen. Au. Och Mann.
fuck, ey! Oh! Aua! Das hat wehgetan. Au! Mit dem Helm aufs Airbag aufzuknallen, tut mehr weh als vermutet. Aber irgendwann zahlte sich all das aus. Juhu! Übrigens, eine coole Sache am Skillspark ist dieser kleine Monitor, auf dem zeitverzögert eine Aufnahme von euch zu sehen ist. So könnt ihr sehen, wie das Ganze von außen aussieht. Mein Plan an diesem Tag war es, den Flip so oft wie möglich hintereinander zu schaffen und sicherer zu werden, um in den darauffolgenden Tagen es auf einem Tricksprung zu versuchen. Und was das Airbag angeht, ging mein Plan zumindest schon mal auf, denn es wurde immer besser und es fühlte sich auch definitiv immer sicherer an. So, bisher lief alles wie geplant und ich war echt mit dem Tag zufrieden. Allerdings hatte ich dabei ein komisches Gefühl, wenn ich darüber nachdachte, dass der nächste Schritt theoretisch ohne Airbag sein könnte. Ja, teilweise dachte ich mir auch, Dominik, wie bescheuert bist du eigentlich? Vor paar Wochen bist du diesen Sprung mit Ach und Krach normal gesprungen und heute möchtest du einen Backflip darüber machen. Und wieso überhaupt diesen Trick und nicht erstmal was Kleines? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass dieser Trick extrem cool und anspruchsvoll aussieht, er aber nicht wirklich schwer ist. Also klar, ihn perfekt über fremde Sprünge machen ist was ganz anderes, aber seien wir mal ehrlich, viel können muss man hier nicht. Es bleiben alle Füße und Hände am Bike, das macht die Sache schon mal einfacher als andere Tricks, oder was meint ihr? Ich kann nur so viel sagen und das meine ich verdammt ernst. Ich hatte noch nie so ein Gefühl beim Biken. Also man muss sich erstmal damit anfreunden, auf einen 2,30 Meter hohen Sprung zuzufahren und sich dann weiter nach hinten zu drehen. Filmer! Nee. Scheiße, ey. Fuck. Oh, mein Kopf. Fuck, ey. Komm. Du kannst das. Sorry für das folgende Mindset-Gelaber, aber in solchen Momenten kommt es einfach aus mir raus. Volle Konzentration und versuchen, alles an Vorbereitungen umzusetzen.
komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Komm schon. Yeah! Jo! Ja, Mann! Digga! Sick, Mann! Komm, mach direkt nochmal! Komm, einen musst du noch machen! Komm, ey! Digga! Jo! Jo! Oh, der war aber knapp! Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein verrücktes Gefühl ist, das getan zu haben. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ein riesen Dankeschön an Yannick, dass er mich so unterstützt und gepusht hat. Natürlich ist nicht jeder Versuch danach geglückt, was mir aber auch gut getan hat, da ich gemerkt habe, dass nicht jeder Sturz sofort Krankenhaus bedeutet. Hallo! Aua! Ah, ja, ja, ich bin mit der Fresse in die Brennnessel. Ah, was war? Ich hab mal richtig das Brett mitgenommen. Ah. Wow. Wow. Wow, alles gut? Ja, ja, alles gut. Ich denke, es ist klar, dass ich so nicht nach Hause fahren wollte und habe es noch ein paar Mal versucht und es wurde auch von Mal zu Mal besser. Ich würde mich riesig über Feedback von euch freuen, was ihr von der ganzen Aktion haltet. Ich bin mega gespannt, wie es wird, wenn ich ein paar Tage vergehen lasse und die dann nochmal versuche. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Yes! Yo, der war richtig sauber. Geil.